Boah, schwierig. Kommt ein bisschen auf die Laune an, wenn ich mich berieseln lassen will, dann Instagram, wenn ich irgendwas gucken will, länger, entspannt, dann auf jeden Fall YouTube. Also hat beides was für sich. Ich kenne mich ja nicht so gut aus. Lieblingsort in Berlin, muss ich kurz überlegen. Also ich mag den Bahnhof schon mal überhaupt nicht, das kann ich auf jeden Fall sagen. Der stresst mich immer total. Lieblingsort habe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Dass ich viele Leute kennenlerne, mit denen ich wahrscheinlich sonst nicht in Kontakt kommen würde, dass ich viel unterwegs sein kann, dass es nicht 9-to-5 Schreibtisch ist, bin immer in Bewegung und lerne stetig dazu. Also ich hätte am liebsten, das wurde mich in der Journalistenschule, wo ich das auch gefragt, habe ich Mohammed Ali geantwortet, aber das geht ja jetzt leider nicht mehr. Ich glaube, lass mich kurz überlegen, wie würde ich am liebsten interviewen. Obama tatsächlich. Das ist wahrscheinlich eine langweilige Antwort, aber das würde mich reizen. Ähnlich wie bei YouTube und Instagram, hat beides was für sich. Mal bin ich in der Laune, mal in der anderen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann Ami-Rap auf jeden Fall.